Thomas Walter, ein Notar aus Leipzig, wurde von den Piraten vor wenigen Wochen zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl gewählt. 36 Stimmberechtigte waren auf der Versammlung im Dezember, 15 davon tauchten aber zum ersten Mal bei den Piraten auf und zahlten auch erst auf der Versammlung ihren Mitgliedsbeitrag. Wir waren alle wie paralysiert. Wir haben diesen Vorgang dort nicht richtig verstehen können. Wir kannten die Hälfte der Leute auf dieser Versammlung nicht und wir waren alle fassungslos und entsetzt. Doch Thomas Walter wurde mit Mehrheit gewählt. Nach der Wahl entlädt sich der Ärger darüber nun im Internet. Die Wahl wird offiziell angefochten. Der Vorwurf lautet, der Eintritt der 15 Piraten war nicht regelgerecht. Zudem habe Notar Thomas Walter diese Eintritte gezielt lanciert, um gewählt zu werden. Ich fordere mehr oder weniger jeden Menschen, den ich irgendwie begegne, auf, hier diese einmalige Chance der Basisdemokratie wahrzunehmen und mitzumachen. Und ansonsten habe ich direkt persönlich keinen Einfluss darauf genommen, wer da erschienen ist. Es kann natürlich Multiplikationseffekte geben. Wenn man einen wirbt, dann wirbt der andere den nächsten. Und so kommt das natürlich zustande. Auch als Konsequenz aus dem Streit über die Wahl ist der Leipziger Kreisvorstand der Piraten komplett zurückgetreten. Die Partei bekommt jetzt in Sachsen einige ihrer Geburtsfehler zu spüren, denn die Neuaufnahme von Mitgliedern wurde bislang relativ lasch gehandhabt. Wir sind ja in erster Linie angetreten, um Inhalte zu machen. Und ich sage mal so, das deutsche Gesetz lässt es nicht zu, dass man sich nicht ausführlich mit Verwaltungsdingen beschäftigen muss als Partei. Und das war halt, wie gesagt, so eine gängige Praxis, die halt auch nicht geschadet hat. Doch nun hat die Partei den Schaden und verschiedene Lager, die gegeneinander kämpfen. In einer Woche soll die komplette Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt werden. Kommt es dort wieder zu gegenseitigen Vorwürfen und Unstimmigkeiten, sind Parteiaustritte wohl nicht ausgeschlossen.